Februar ist es soweit. Das generalsanierte und umgebaute Bezirksgericht Graz-Ost öffnet wieder seine Pforten. Bauherr ist die Bundesimmobiliengesellschaft, einer der größten Liegenschaftseigentümer in Österreich. Rund 6,5 Millionen Euro wurden investiert und dafür war es an der Zeit, denn das Gebäude feiert heute seinen 100. Geburtstag. Mein Vater war hier schon zur Ausbildung, er hat mir erzählt, er ist damals in einem Richterzimmer gesessen und das war wirklich zum Fürchten, ganz dunkel und beängstigend und da hat sich wirklich einiges getan, Gott sei Dank. Das Gebäude war praktisch 100 Jahre alt schon und es sind kaum Baumaßnahmen gesetzt worden und es ist klar, dass weder das Gebäude der Stand der Technik entsprach, noch den gesetzlichen Vorgaben, insbesondere auch sicherheitstechnische und Brandschutzmaßnahmen mussten neu gesetzt werden. Das Betreten eines Gerichtsgebäudes ist häufig mit einem beklemmenden Gefühl verbunden. Dem wurde entgegengewirkt. Eine helle Eingangshalle, großzügige Warteräume und ein Servicecenter sollen das Verweilen angenehmer gestalten. Barrierefrei, versteht sich. Wenn Sie sich anschauen, was man gemacht hat, von außen nach innen, die Fassade, die Fenster wurden erneuert, die Wärmedämmung in den oberen Geschossen hergestellt. Im Inneren, auch in dem Raum, wo wir jetzt sind, neue Funktionalitäten in den Verhandlungsräumen geschaffen. Es ist das gesamte Gebäude technisch neu ausgestattet worden, sprich die Elektrotechnik wurde erneuert, gesamte Wasserversorgung und Entsorgung und damit wieder ein Gebäude, das für die nächsten hoffentlich 25 Jahre adäquaten Ansprüchen genügt. Auch die Mitarbeiter dürften sich nun wohler fühlen. Sollten sie auch, denn das Volumen, das sie jährlich bewältigen, ist beachtlich. Beim Bezirksgericht Graz-Ost sind rund 100 Bedienstete, davon rund 20 Richter und Richterinnen und 20 Rechtspfleger und Rechtspflegerinnen. Und auf circa 70 Geschäftsabteilungen werden hier im Jahr rund 90.000 Geschäftsfälle behandelt. Die Nutzer scheinen nach 1,5 Jahren Bauzeit zufrieden zu sein. Ich danke vielmals. Ich bin auch sehr froh, dass die Sicherheitsvorkehrungen etwas besser sind als der Schlüssel und darf mich herzlich bedanken. Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit. Danke.